Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung. Wir wollen hier das öffentliche Gespräch pflegen, den Dialog zwischen Literatur und Politik. Und meine Erfahrung ist, nach vielen Jahren der Beschäftigung mit dem Lesen und dem Schreiben über Bücher, dass man von der Literatur immer einen sehr großen Gewinn davon trägt. Es beginnt mit der Sorgfalt bei Formulierungen und dem feinen Ohr, das sich immer weiter schärft für Zwischentöne und reicht bis zu der Fähigkeit von Schriftstellern, die man auch beim Lesen immer wieder beobachtet und selbst erfährt, die Perspektive umzudrehen, der Wirklichkeit neue, überraschende Facetten abzugewinnen oder schlichtweg etwas zu erzählen von anderen Welten. Gastgeber und Hausherr ist an diesem Abend Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und auch für Ihre Neugierde. Jemand, der dieses Erzählen von anderen Orten und Mentalitäten seit vielen Jahrzehnten betreibt, ist Matthias Politicki. Ich darf Ihnen unseren Gast noch kurz ein bisschen vorstellen. Er ist eigentlich gebürtiger Münchner, aber schon seit langem in Hamburg beheimatet und hat zu Beginn seiner Laufbahn einen ungeheuer dickleibigen Roman geschrieben von, ich glaube, über 1000 Seiten, Ausfälle, die Zerlegungen des Regenbogens in den 80er Jahren. Er hat eine ganze Reihe Lyrikbände veröffentlicht. Auf sein Konto geht aber auch ein Roman wie der Weiberroman, 70er Jahre Erkundungen. Und nicht zuletzt ist Matthias Politicki ein großer Reisender. Samarkand spielt in seinen Büchern ebenso eine Rolle wie Kuba oder der Kilimandscharo. Hamburg ebenso wie Stuttgart. Er war nämlich hier vor etlichen Jahren im Schriftstellerhaus zu Gast und aus gut unterrichteter Quelle weiß ich, dass er ein eifriger Besucher des Brunnenwirts war. Also er hat sich immer für viele verschiedene Etablissements interessiert und für viele verschiedene Wirklichkeiten. Jetzt erscheint der Roman »Das kann uns keiner nehmen«, der tatsächlich auf dem Dach Afrikas spielt. Aber zum Thema unseres heutigen Abends, Haltung finden. Herr Ministerpräsident, gab es bei Ihnen denn einen Moment in Ihrer Jugend oder auch später als junger Erwachsener, als Sie gemerkt haben, jetzt kommt es darauf an, jetzt muss ich Haltung bekennen? Das erste Mal, also jedenfalls erinnerungsmäßig, war es die Abitursrede. Das war 1968. Diese Abitursrede war aus heutiger Sicht einigermaßen harmlos. Aber damals in Sigmaringen, also einem Ort tief im ländlichen Raum, hatte was von Aufruhr. Und der Direktor hat dann also in einer wirklich in voller Erregung eine Viertelstunde getobt, also jetzt auf einer eigentlich getragenen Veranstaltung, was ja so eine Abitursfeier war, und das irgendwie da nicht einzuknicken, also sich jetzt nicht das Knick einzuziehen, das war nicht ganz leicht. Was hatten Sie denn gesagt, dass der Direktor dann anfing zu toben? Mehr Demokratie an der Schule. Matthias Politicki, haben Sie eine vergleichbare Erfahrung gemacht, so eine Schlüsselerfahrung? Mir fiel beim Nachdenken über diese Frage ein, eine geschichtliche Episode, das ist natürlich jetzt ein großer historischer Kontext in Italien zur Zeit Mussolinis, ein Treueeid gefordert war und da mussten die Dozenten und Professoren unterschreiben und es haben sich von 1500 Universitätsmitarbeitern, also Dozenten und Professoren, nur knapp 15 entschieden, das nicht zu unterschreiben.
Das ist also schon eine ganz schwierige Situation. Ich glaube, in unserer Generation, in Ihrer und meiner auch noch, war es häufig die Frage, ob man Zivildienst machen will und dann verweigern musste und da ja auch eine Verhandlung führen musste. Das erinnere ich noch, dass das für viele meiner Generationsgenossen so ein Einschnitt war und eine Begegnung mit einer Form von Wirklichkeit, die sie vorher noch nicht kannten. Ja, tatsächlich. Gute Anregung, genau. So war das. Es war ja sehr leicht, im Club der gleichgesinnten Haltung zu demonstrieren. Wir waren sehr fleißig, auch schon als Abiturienten und dann im Studium eben uns für gewisse Positionen einzusetzen. Ich war bei der Bundeswehr und habe dann 2 Jahre später eine Wehrübung machen müssen, eine große NATO-Übung. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Wien gelebt mit 3 Schotten. Und ich habe zum ersten Mal, weil die Übung so groß war, auf Pappkameraden geschossen, die auch umgefallen sind, wenn man sie traf. Und da ist mir ganz irrational plötzlich erst in dem Moment klar geworden, das wären ja im letzten Krieg meine Freunde aus meiner WG gewesen. Und da hat es bei mir geschnackelt. Und dann habe ich anschließend verweigert. Ich habe die Wehrübung natürlich noch bestreiten müssen, aber dann habe ich genau diesen Prozess gemacht. Das war damals noch schwer, ja, man hat eine schriftliche Begründung einreichen müssen und dann auch antreten müssen vor einem Art Gerichtsverfahren. Das Interessante war, dass mein Joker war schon damals, und das war ja reichlich größenwahnsinnig, auf die Frage, ja, was ich denn dann sonst will und was ich überhaupt werden will, habe ich immer gesagt, ich will Schriftsteller werden. Und das war so irgendwie, ja, der ist eh verrückt, den können wir also passieren lassen. Und tatsächlich habe ich dann auch diese Verhandlung bestanden. Sie haben jetzt beide Situationen aus der Vergangenheit genannt. Gibt es denn, Herr Kretschmann, gerade wenn Sie sich an Ihre Abiturzeit erinnern, da einen Zusammenhang auch mit der Erziehung und der Herkunft, dass man überhaupt auf die Idee kommt, so eine Rede zu halten und ganz selbstverständlich mehr Demokratie an der Schule zu fordern? Da muss man ja einen gewissen Mut mitbringen. Ich glaube, von wem wird man erzogen? Ich meine, man wird ja nicht nur von den Eltern erzogen. Also von daher kann es nicht kommen. Ich mein Vater war ja selber Lehrer, war eine sehr katholische Familie, allerdings auch sehr liberal. Aber auf die Idee, jetzt mehr Demokratie an der Schule, wäre ich vom Elternhaus her sicher nicht gekommen. Also das ist etwas entstanden, das ist damals in der Zeit einfach entstanden, in dieser 68er Zeit sind diese Dinge entstanden, einfach mal aufzubegehren gegen das, was immer üblich war. Vor mir war üblich, dass man bei der, also die Abitursrede hat immer der Scheffel-Preisträger gehalten, nämlich der Beste in Deutsch, das ist, war ich auch, aber man hat eigentlich eine literarische Rede gehalten bei der Abitursfeier und keine politische. Das war also ein Bruch, der da traditionsmäßig stattgefunden hat. Und da muss man natürlich damit rechnen, dass man da Gegenwind bekommt. Ja, die Traditionalisten dagegen sich wehren. Meine Deutschlehrerin hat mir auch, die war auch enttäuscht. Sie hätte auch gerne eine literarische Rede gehabt. Und jedenfalls ist es erstmal nicht so schwierig, eine freche Rede zu halten, als die Frechheit nachher auch durchzustehen. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, behalten habe. Also man muss da aufpassen. Also sag mal, wenn du jetzt, was weiß ich, auf dem Grünen Parteitag kannst jetzt, was weiß ich, gegen die Autoindustrie rumpolemisieren und einen Schlag nach dem anderen setzen, da wirst du bejubelt und der Applaus wird immer größer. Die Frage ist, hältst du dann, wenn du jetzt ein Gespräch hast mit den Automobilisten, dieselbe Rede zu denen? Und wenn du das nicht machst, dann lässt es am Parteitag besser auch. Und das, was man sozusagen dem eigenen Milieu an Radikalität vorbringt, wenn man nicht den Mut hat, das nachher auch zu machen, dann taugt es nichts. Und das merkt man einfach
Das ist ganz entscheidend wichtig, nicht? Oder wenn man jetzt in der Opposition ist, im Parlament, was ist dann nachher, wenn man an der Regierung ist? Ja? Also die heutige Opposition findet immer wenig, was sie mir vorhalten kann, was ich in der Opposition losgelassen habe, weil wir das nicht gemacht haben, sondern die Devise, das hat, glaube ich, die baden-württembergischen Grünen auch geprägt von Anfang an, war, wir verlangen von denen nichts, was wir selber nicht machen könnten, wenn wir dran sind. Natürlich nicht eins zu eins, das geht natürlich nicht, aber so ungefähr. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht was mit Haltung zu tun hat. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch vielleicht auch eine grundsätzliche Prägung ist. Sicherlich haben Sie von Ihrem Elternhaus nicht die Anregung bekommen, dort aufzubegehren, aber das dann durchzuhalten, also diese Standhaftigkeit zu bewahren und zu stehen zu seinen eigenen Ideen, das ist ja fast so was, wie man das bei Bourdieu lesen kann mit der Hexis. Er hat ja diesen Begriff der Hexis, auch der Körperhaltung, ob jemand jetzt zum Beispiel mit einer gewissen Überzeugung durchs Leben geht, was sich ablagert im Körper mit stolz geschwellter Brust oder zumindest aufrecht oder mit hängenden Schultern. Wie würden Sie da sich ansiedeln, Matthias Politiki, auch von der Prägung von zu Hause? Sie haben ja jetzt so ein bisschen angedeutet, dass in Ihrem Milieu eher so ein allgemeiner Grundsatz geherrscht hat, dass man mehr oder weniger dieselbe Haltung einnimmt. Aber das, was Herr Kretschmann dargestellt hat, war ja schon das Ausscheren. Naja, dieselbe Haltung mit seinen Kumpels, mit denen man sich einig war. Oder natürlich auf eine Weise auch zerfetzt hat, die aber eigentlich wohlwollend war und eigentlich ein Unterschied ist zur heutigen Empörungskultur. Wir haben die Sachen ausdiskutiert und das ist eigentlich auch eine der Basistugenden, an die man sich gerade auch als Linker erinnern muss. Ausgrenzen geht schnell, ausdiskutieren, egal wer in der Kneipe war, wir haben bis 3 Uhr oder bis in München waren nicht so viele Kneipen so lange offen, aber wir haben dann gewechselt und gesagt, nee, du gehst jetzt noch nicht heim, das wollen wir noch genauer wissen. Und dann ist eben noch ein Bier und noch ein Bier. Und ich erinnere mich jetzt nicht, dass man sich versöhnt hat, aber vielleicht gehört es auch dazu, dass man über die Grenzen des eigenen, der eigenen Blase, hat man damals noch nicht gesagt, aber es war selbstverständlich eine, hinweg das Gespräch gesucht hat. Dafür, ich hatte mit meinen Eltern schon eine Menge Zoff, also so ist es nicht. Wir haben uns sehr an ihnen gerieben und andere Einstellungen verkörpert, aber im Rückblick muss ich sagen, eine Sache an Haltung hat mir mein Elternhaus, glaube ich, einfach durch das gelebte Beispiel mitgegeben. Ich musste nämlich jedes Jahr mit denen schon als kleiner Dotz nach Frankreich fahren, was ich nicht mochte. Ich konnte die Sprache nicht, ich wollte nicht Boule spielen, sondern Fußball. Ich musste immer mit irgendwelchen französischen Leuten da auf dem Campingplatz, das waren ja ganz einfache Urlaube, die Zeit verbringen. Und Jahre, Jahrzehnte später habe ich meinen Vater gefragt, wieso? Meine Mutter hat mir nämlich mal gestanden, sie wollte eigentlich auch nicht. Was ist das denn da, warum denn? Dann hat er gesagt, ja, weißt du, ich war im Krieg. Und ich musste all diese Länder um Deutschland herum feindselig eben anschauen, in Anführungszeichen. Und ich habe mir geschworen, wenn ich das überlebe, dann kehre ich zurück und ich versuche, da oder dort, ja, zumindest Bekanntschaften und vielleicht sogar mal die eine oder andere Freundschaft zu machen. Und der hat in Frankreich angefangen, weil das lag ihm, und hat sofort jemanden kennengelernt und hat einfach diese Freundschaft gepflegt. Das ist mir völlig entgangen mit meinen Boule-spielenden kleinen Knirpsen um mich herum. Und das finde ich eigentlich, das hat sich mir so wahrscheinlich trotzdem vermittelt, dass ich auch so bis heute so reise. Also Sehenswürdigkeiten interessieren mich natürlich auch, aber vielmehr interessiert mich, dass Menschen aus diesen Ländern mich an der Hand nehmen, mir ihre Plätze zeigen und dann auch ihre Gedanken mit mir teilen. Das ist, finde ich, gerade in der heutigen Zeit, wo Informationen an sich schwieriger geworden sind, sie überhaupt, wie schätzt man die ein, vor Ort direkt eins zu eins von den Menschen was zu erfahren. Ja, das ist auch eine Art von Haltung, die ich gegen den Zeitgeist ein bisschen stemme und die kommt, muss ich wirklich sagen, von meinen Eltern. Ist es vielleicht so, dass Haltung sich zeigen muss in Krisen, Herr Kretschmann, wenn wir jetzt nach Thüringen schauen
und da beobachten, wie sich die politischen Verhältnisse dargestellt haben in den letzten 10 Tagen. Das ist richtig, da zeigt sie sich, aber haben muss man sie ja schon vorher. Sonst kann sie sich ja nicht zeigen. Das, ja. Nicht? Das heißt, die Haltungen entstehen nicht in Krisen. Es sei denn, ja gut, es sind vielleicht so Punkte, wo sich das nochmal schärft. Ja. Aber erstmal, glaube ich, ist das schon eine Frage der Umgebung, des Elternhauses und der Freunde und des Milieus, in dem man hat, ob das einen befördert oder nicht. Also ich gehe nochmal auf mein Elternhaus, also wir waren ein sehr katholisches Elternhaus. Das heißt, dass das Kirchenjahr gelebt wurde, war selbstverständlich. Wenn man am Sonntag in die Kirche gegangen war, obwohl wir da 3 Kilometer zu Fuß gehen mussten. Aber gestritten, auch über religiöse Fragen, wurde immer. Also das ist sozusagen etwas gewesen, ja, nicht? Und da entsteht Haltung. Haltung entsteht immer im Erörtern von Dingen. Natürlich lernt man auch Taktik. Auch das lernt man im Elternhaus. Also meine Mutter, wenn die schlecht aufgelegt war, wusste man, da muss man sich anders verhalten, als wenn sie gut aufgelegt ist, sonst fängt man einfach eine. Da hatte die dann eine schnelle Hand. Und auch, dass man lernt, sich situativ jetzt eben nicht, dass man da die Haltung verlässt, sondern opportunistisch ist und einfach dann nett zur Mutti ist, damit man keine fängt oder ihr aus dem Weg geht. Auch das ist ja wichtig, man muss auch die Haltung ab und zu verlassen im realen Leben. Übrigens, meine Eltern haben sich auch mit mir viel gezofft, da war ich war als Einzelkind immer nur, also einer gegen zwei. Und meine Mutter war ziemlich emotional, leidenschaftlich und unberechenbar, die hat manchmal auch Zeugs behauptet. Es war auch meinem Vater klar, das stimmt nicht. Und trotzdem hat mein Vater immer die Partei meiner Mutter ergriffen. Und das hat mich empört. Ich habe dann auf dem Arbeitszimmer meines Vaters mit ihm weitergestritten und habe gesagt, das kannst doch, das, jeder weiß, dass es nicht stimmt. Warum machst du das? Und dann hat er gesagt, weil ich sie liebe. Und das ist mir total reingefahren bis heute. Auch das kann eine Haltung sein. Ja, es geht nicht immer nur ums Recht haben, sondern es geht eben auch darum, mit den Leuten auszukommen. Und wenn ich einmal einen ganz großen Gedankensprung machen kann, ich war vor einigen Jahren in Kambodscha auf den Spuren der Roten Khmer, da hat mich der Deutsche Literaturfonds und die Sylt Foundation hingeschickt. Ich war also einen Monat lang in den ganzen entlegenen Gebieten, wo Opfer und Täter, also man hat dort viele Totenschädelhaufen zu besichtigen und auch Herrschaftsgebiete der Roten Khmer, und ich habe mit den Opfern geredet, mit den Tätern. Und das Interessante war, es war kein Hass, sondern ich habe die Leute gefragt, ja, aber die sind doch schuldig. Also auch da ist Unrecht geschehen. Warum klagt ihr die nicht an? Und dann war die ganz einfache Antwort, die ich 4 Wochen lang gehört habe, weil wir zusammen leben müssen hier, weil wir miteinander auskommen müssen. Es bringt uns nicht weiter. Das ist ein bisschen ähnlich wie in unserer Familie. Das hat mein Vater mir damals versucht klarzumachen. Ich habe es dann erst bei den Roten Khmer verstanden. Ja, das Leben ist eben mehr als Recht behalten, sondern wir müssen ja als Nachbarn auch miteinander auskommen. Selbst die Opfer, die damals gefoltert wurden, die lebten fast Tür an Tür mit den Tätern. Ich glaube, das ist nicht der deutsche Weg. Wir würden aufarbeiten, wir würden diskutieren und so weiter. Und die haben gesagt, nee, wir wollen gar nicht diskutieren. Wir wollen, dass unsere Kinder friedlich miteinander in die Schule gehen und vielleicht sogar irgendwann befreundet sind. Was jetzt bei Ihnen beiden deutlich geworden ist, wurde mir beim Zuhören so klar, ist, dass Haltung immer gebunden ist an den anderen. Es geht eigentlich immer um Beziehungen auch. Sicherlich macht man sich über bestimmte Positionen für sich selbst auch Gedanken, aber so wie Sie es geschildert haben in Ihrer Familie, geht es ja auch um Auseinandersetzungen und darum, dass man da auch nicht immer gleich ist, sondern sich dann, je nachdem, mit wem man es auch zu tun hat, so ein bisschen nicht unbedingt anpasst, aber in der Situation versucht zurechtzufinden und da dann auch seine Haltung durchzusetzen. Heißt das, dass das auch ein Teil dieser Frage ist, was Haltung eigentlich bedeutet? Also Elastizität scheint ja auch eine Rolle zu spielen.
auf der einen Seite muss man eine Stärke haben, aber man muss auch eine gewisse Elastizität haben, wenn sie wissen mussten, wie sie mit ihrer Mutter umgehen, zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel. Also das Interessanteste an dem Buch fand ich, dass man auch zu viel Haltung haben kann. Das hat mich irgendwie angebohrt. Das denkt man erstmal nicht. Man denkt, der Haltung ist etwas Stabiles. Das meint es ja eigentlich, dass wir uns nicht wie ein Schilfrohr im Wind bewegen. Ja, das meint ja eigentlich Haltung nicht, dass es hält. Aber die These, man kann eben auch zu viel Haltung haben, das zeigt, dass es so einfach nicht ist. Nicht? Und das, was Sie gerade geschildert haben, meint das ja auch nicht. Aber das heißt, es ist die Frage, was ist Haltung? Nicht? Und wenn man das Buch liest, weiß man es so richtig nicht. Ja, man ahnt es irgendwie nicht, aber man weiß es nicht so richtig. Es ist also kein definitorisches Buch, nicht, wo man weiß, aha, das ist es. Und man ahnt es vielleicht. Es lohnt sich jedenfalls, das zu lesen, weil in der Reflexion, also dieses Reflexive, das man braucht für solche moralischen Begriffe, und das ist es letztlich. Haltung ist letztlich eine moralische Kategorie. Nicht? Die Frage ist nur, an welcher Moral man sie misst und was das für eine ist. Das können wir hier noch etwas vertiefen. Zu handhaben, so wie das in diesem Dialog geschieht, das ist schon sehr erhellend irgendwie, weil man, wie gesagt, es nicht so richtig zu fassen bekommt. Und es ist auch ein Prozess, es ist etwas Prozesshaftes. Also auf jeden Fall, auch das Buch ist ein Prozess, es ist ja ein Gespräch mit einem... Haltung, meine ich, ist ein Prozess. Genau, und wir haben diesen Begriff der Haltung als Gespräch, also als Prozess uns angenähert. Deswegen, als wir angefangen haben, haben wir auch selber beide voneinander noch nicht gewusst, wo unsere Haltung zu gewissen Punkten ist und vor allen Dingen nicht zueinander. Ich wusste nur von meinem Gesprächspartner, er ist ein... im traditionellen guten Sinne ein Konservativer und er wusste von mir, ich bin ein alter Grüner, also kein neuer, aber ein alter Grüner. Und jetzt schauen wir mal, das ist ja in einem Biergarten entstanden und natürlich geht es serpentinenmäßig los. Und am Ende ist der Prozess aber schon insofern zu Ergebnissen gekommen. Erstens, ich kenne ihn jetzt viel besser. Wir haben uns auf eine wunderbare Weise gestritten, ohne zu Feinden zu werden. Das ist ja auch, finde ich, schon mal eine Botschaft. Die heutzutage manchmal ein bisschen untergeht, dass man sofort ausgrenzt und immer nur klare Kante zeigt, sondern lieber unklare Kante, auch mal da, wo es sich lohnt. Und zum Zweiten, seine Haltung ist mir, also muss ich jetzt vielleicht heute hier nicht darstellen, aber meine auch, ist mir schon klarer geworden. Ich, nämlich als alter Linker, was heißt das überhaupt noch heute, links zu sein? Überraschenderweise lese ich in Ihrem Buch, Herr Kretschmann, etwas, gleiches Ergebnis, aber Sie nennen es konservativ sein. Das ist ja eine verrückte Welt. Also nämlich die Mitte neu entdecken. Und ich würde jetzt nicht, Sie nennen es die gute Mitte, ich nenne es die wilde Mitte. Also zwischen den polarisierten Teilen unserer Gesellschaft den undogmatischen Raum der Mitte wieder als denjenigen erkennen, das wäre vor 20 Jahren für mich undenkbar gewesen, wo eigentlich die Avantgarde hingehört, wo man noch selbstständig als selber Denker sich seine Meinungen zurechtpuzzelt und seine Haltungen nicht willkürlich, aber doch den Gegebenheiten entsprechend und dem Erkenntnisgang entsprechend eben auch nicht anpasst, aber versucht, den Ereignissen Rechnung zu tragen, indem man mal das eine und mal das andere nach vorne bringt, getrieben von einer Vision, das ist mir wichtig. Also nur Haltung zeigen um Prinzip finde ich lächerlich. Aber die Vision vom guten Leben, ja, das zeichnet für mich linkes Denken aus, über jede Partei hinweg. Das hat überhaupt nichts mit Grünen, der Partei oder der SPD oder gar den Linken zu tun. Linkes Denken als Kategorie eines schillernden, freien, utopisch ausgerichteten Denkens. Das ist tatsächlich eine Haltung, die ich
verkörpere, relativ stabil, aber den Umständen entsprechend in einer Naumburger Kneipe muss ich mich anpassen. Da war ich mal am Tresen gestanden vor ein paar Wochen, da war die Nietzsche-Tagung und da waren genau Leute, die eine völlig entgegengesetzte Haltung verkörpert haben. Und die haben sofort, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, na, du bist auch einer von denen. Und dann habe ich den angeschaut und gesagt, genau, das bin ich und du bist einer von denen. Und dann habe ich noch gesagt, aber wir können doch beide hier Bier trinken. Und dann hat der mich angeschaut wie ein Auto und hat gesagt, stimmt eigentlich. Und dann haben wir dieses, wir haben jetzt nicht den Abend verbracht. Aber ich finde, man muss nicht Haltung immer zeigen, indem man sofort alle Geschütze auffährt, sondern es reicht, wenn man sein Terrain mal markiert, aber dann auch auf den anderen zugeht. Das wäre ja dann auch das Ergebnis, also dass es darum geht, den anderen überhaupt erstmal wahrzunehmen und zu formulieren, wer man selber ist. Also so ist es ja ideal, wie Sie es schildern. Gab es denn dann ein Gespräch? Es gab ein kurzes Gespräch, denn wie gesagt, die Teilnehmer der Tagung, der Nietzsche-Konferenz, saßen ja auch da. Ich musste eigentlich, ich hatte nur ein Bier nachbestellt, es ging mir zu langsam. Ich bin an den Tresen gegangen und gesagt, wir haben hinten hitzige Debatten, wir brauchen. Und ich musste dann da wieder zurück. Aber es hat gereicht. Ich habe gemerkt, da ist bei beiden, übrigens auch bei mir, nicht nur bei ihm ist ein Groschen gefallen, bei mir auch. Wir grenzen sehr, also gerade hier, ich muss mir auf meinen eigenen Bierdeckel schreiben, wir grenzen sehr schnell auch Leute aus, mit denen wir durchaus, würde sich lohnen, reden könnten. Ja, aber das ist, glaube ich, wieder ein anderes Problem. Das kommt in Ihrem Buch, Herr Kretschmann, ja auch vor, dass es manchmal fehlt an diesen Momenten der Integration. Also sowas, was in Italien die Piazza wäre oder was der Turnverein ist oder was Einrichtungen sind, die dafür sorgen, dass sich alle treffen, ganz unabhängig vom Milieu, die müssten ja gepflegt werden. Und dann können sich zu starre Haltungen auch aufweichen. Wobei glaube ich, dass was Matthias Politiki meint, fast eher Vorurteile sind. Und ich meine, Vorurteile haben wir alle. Ohne Vorurteile könnte man gar nicht durchs Leben kommen. Nicht? Das ist ein evolutives Erbe. Ja? Du musst sozusagen der Evolution praktisch im Augenblick einschätzen, ist es ein Freund oder ein Feind, sonst überlebst du das einfach nicht. Ja? Das ist also ein tiefes evolutives Erbe, das darf man einfach nicht vergessen. Ja, dieses intuitive Erkennen des Anderen. Ist übrigens, der Konrad Lorenz hat das Gestaltwahrnehmung genannt. Es ist interessant, wir können ja einen anderen Menschen in Bruchteil einer Sekunde einschätzen. Und das Tolle daran ist, es stimmt meistens. Aber man kann auch völlig daneben liegen. Aber meistens stimmt es. Liegt aber auch daneben nicht und das... Das zeigt, das ist dann der Prozess der Zivilisation, aus diesem Vorurteil ein Urteil zu machen. Das ist ganz schwierig. Die Hannah Arendt sagt, man kann Vorurteile nur aufhellen. Und das merken wir jetzt zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit so Rechtspopulisten, wie schwer das ist, sozusagen gefasste Urteile oder Vorurteile wirklich zu beseitigen, aber aufhellen, das kann einem schon gelingen. Nicht? Und ich glaube, das ist der eigentliche Prozess der Zivilisation aus einem Vorurteil, das haben wir alle. Nicht? Wir teilen alle immer unentwegt andere Menschen in Gruppen ein, auch wenn uns das nicht so bewusst ist und wenn wir natürlich so überzivilisiert sind, wie heute, dann wird es durch die berühmte Political Correctness, wird einem das auch abtrainiert. Ja? Aber eigentlich machen wir das intuitiv und so, nur so kommt man erstmal durchs Leben. Nicht? Und jeden Menschen nur als Individuum betrachten, ohne dass wir ihn einer Gruppe zuordnen und nie über die Frauen oder die Lehrer oder die Türken zu reden, das steht da mal gar keiner durch. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber in der Reflexion können wir das ja immer wieder zurechtrücken und der Kopf sagt uns natürlich und die Wissenschaft
dass solche Gruppenzugehörigkeiten auf tönernen Füßen stehen, nicht? Der Unterschied zwischen den Türken ist halt größer wie der zwischen den Türken und den Deutschen, wenn man das genau untersucht. Und das ist sozusagen das Konglomerat von dem, was intuitiv in uns lebt und was sozusagen einfach ein evolutives Erbe in uns ist und dem, was Prozess von Zivilisation ist, das immer wieder auch zu korrigieren und neu aufzustellen. Mhm. Ja, das ist schwierig. Das merken wir mal wieder richtig, nachdem wir alle dachten, die offene Gesellschaft und die moderne Demokratie ist was Unhintergehbares. Und jetzt stellen wir fest, das ist mitnichten so. Und die atavistischen Dinge kommen wieder massiv hoch. Und sie scheinen oft auch... Oder sowas wie Antisemitismus ist mir, wird immer ein großes Rätsel bleiben. Warum ist es nicht ausrottbar? Warum ist es einfach nicht ausrottbar? Das sind dann Dinge, die uns auch bedrücken. Da sind wir bei dem Zusammenhang zwischen Haltung und Moral. Der scheint ja auch zu bestehen, Matthias Politiki. Da gibt es ja so eine Interdependenz. Sicher, wir stehen mit unserer Haltung für gewisse Werte ein und man merkt es am deutlichsten, wenn man ganz allein ist. Und ich merke es vor allen Dingen auch im Ausland. Ich habe eine Zeit lang auf die Frage, woher ich komme, die einem ja überall zugerufen wird, immer gesagt, Europe. Das wollen die aber gar nicht hören. Sondern die wollen natürlich wissen, wo kommst du denn wirklich her? Und wenn man dann sagt Deutschland, dann wurde man früher bejubelt und inzwischen wird man meistens ein bisschen belächelt. Aber man steht für dieses Land ein und versucht, es zu repräsentieren. Man kommt aus der Rolle gar nicht raus. Und darüber hinaus natürlich auch die europäischen Werte, zu denen wir uns gerne bekennen, die aber dort überhaupt nicht selbstverständlich sind, mitten in Afrika, in Indien. Wie oft wird man da tätlich angegriffen? Wie oft werden da die Begleiterinnen malträtiert? Und da dann einzustehen für eine dahinterstehende Moral, das geht schon manchmal auch an die Substanz. Ich erinnere mich, dass ich vor 3 Jahren in Jaipur, in Rajasthan, bin ich getreten worden im Moslemviertel von hinten. Ich war nicht vorbereitet, weil ich einen so guten Flow hatte durch Indien. Das ist eins meiner Lieblingsländer. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich ins Moslemviertel geraten war und war unachtsam und wurde dort dann erst getreten und dann, als ich leider keinen erwischt habe von denen, wurde ich dann 2, 3 Straßenzüge später wörtlich beschimpft, you are Hindu. Und da merkt man die ganze Absurdität der Situation, wie also Glaubensfanatismus blind macht. Ich wurde halt als Andersgläubiger erkannt und ausgegrenzt und mein indischer Freund hat mich beschworen, da nicht mehr reinzugehen. Sie gehen selber nicht mehr rein. Und ich bin natürlich am nächsten Tag nochmal rein, habe mich wieder treten lassen, war aber vorbereitet. Und diesmal habe ich einen erwischt von diesen Jugendlichen, die da Jagd auf einen machen und habe ihn verarztet, so dass die Erwachsenen endlich mal aus ihren Höhlen kamen. Und ich war dann umringt von 20 Männern etwa, die sehr genau zugehört haben, was ich dem Burschen ja angeschrien habe schon. Da habe ich gesagt, du willst auch nicht so behandelt werden, wenn du zu uns kommst. Ich bin genauso ein Mensch wie du, obwohl ich kein Moslem bin. Kapier das endlich. Und das ging Gott sei Dank gut aus. Irgendwann hat einer der Männer mir zugerufen, er möchte einen Tee mit mir trinken. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht einen mit euch trinken. Ihr solltet mal jetzt miteinander Tee trinken und über die Erziehung eurer Kinder sprechen. Im Nachhinein weiß ich, dass es eigentlich auch blöd von mir war. Aber ich spürte das Bedürfnis einfach, diese Unantastbarkeit eines Fremden einfach auch selber in der Fremde zu verteidigen. Da fängt es doch an. Ja? Wir setzen uns in Menschenketten und Deklarationen gern dafür ein, aber manchmal ist es halt auch, muss man den Leuten das vor Ort sagen, auch wenn es im wahrsten Sinne wehtut. Und da ist Moral dann ein zweischneidiges Schwert, denn ich bin kein Prügler. Und wäre zweifelsfall auch unterlegen gewesen gegen diese ganzen Kerle. Aber was macht man nicht alles, wenn man plötzlich eben von seiner eigenen Haltung dahingerissen wird? Also ich hoffe, Sie verstehen mich richtig. Ich will nicht auffordern. Also ich muss sagen, ich finde es schon aber so ein meine, bisschen... Das ist ein moralischer Imperativ. Der stammt aus dem Neuen Testament. Das ist die goldene Regel. Was du willst, dass andere dir tun, das tu auch ihnen. Also das heißt,
Sie sind schon mit einer moralischen Regel in das Gespräch reingegangen, nämlich so, das ist eine ganz einfache Gegenseitigkeitsregel, das ist eine moralische Regel. Ja, und da wollte ich auch nicht zurückstecken, also koste was wolle. Also ich finde die Unantastbarkeit, die Würde eines einzelnen Menschen, egal in welchem Kontext, ja, die gilt es zu verteidigen. Und wenn es ausnahmsweise mal ich bin, ja gut, aber dann muss ich es eben auch selber machen. Wenn ich nochmal auf den Begriff Haltung zurückkommen darf, mir fiel auf, dass es in anderen Sprachen keine adäquate Übersetzung gibt mit einem Wort. Also auf Italienisch sind es verschiedene Wörter, die es gibt, auf Englisch auch, auf Französisch auch. Also man spricht dann von Positionen zum Beispiel, oder es gibt ein anderes Wort für die gerade Haltung, ein weiteres für so eine gewisse Zurückhaltung. Attitude auf Englisch ist etwas anderes als Haltung auf Deutsch und im Französischen ist es ganz ähnlich. Ist es auch etwas, was vielleicht typisch ist für unsere philosophische Tradition? Sie haben jetzt das Neue Testament erwähnt, für die abendländische Kultur sicherlich? Ich vermute das, ja. Nicht, sagen wir, unsere großen Philosophen waren davon geprägt. Nicht? Also erstmal, was ganz ähnlich ist an unseren Büchern, wir sind beides Aristoteliker. Ja? Nicht, also das merkt man sofort. Nicht, und diese aristotelische Mesoteslehre, nicht, die Tugend ist die richtige Mitte zwischen einem zu viel und einem zu wenig. Das hat ja unsere Zivilisation tief geprägt. Und dann aber kommen natürlich Universalitätsansprüche dazu, nicht? Mit Kant als prominentesten Vertreter, nicht? Das gibt sozusagen dann natürlich letztlich ein Gerüst, auf dem sowas wie Haltung beruht. Nämlich, ob die Gegenseitigkeitsregel nun auch gilt für eine andere Religion, steht ja erstmal nirgends. Es kann ja erstmal gemeint sein in sozusagen der Community selber. Wenn man das auf die Menschheit projiziert, dieses Gegenseitigkeitsprinzip, gehört ja schon ein Universalitätsanspruch dabei, nämlich, dass alle Menschen dieselbe Würde haben. Das ist ja eine Erfindung der Neuzeit, so gesehen. Ja, also insofern kann man sehen, ist Haltung etwas, das daraus erwächst. Und jetzt ist natürlich klar, dass im angelsächsischen Raum, der sehr viel stärker von den Utilitaristen geprägt ist, man auf anderem Wege zu sowas kommt. Und Haltung deswegen ist so ein Wort dort in dem Sinn, wie wir es konnotieren, natürlich nicht gibt. Daran merkt man, Sprache repräsentiert ja auch die Kultur, die Moral, die Befindlichkeit und vieles von der Bevölkerung. Ja, darum ist es nichts Beliebiges. Nicht? Und ich denke, wenn wir jetzt immer nur Englisch reden an Universitäten, ja, wenn das sich einpreist, dass wir praktisch nur noch englische Vorlesungen haben, dann wird da was verloren gehen. Nicht von dem kulturellen Hintergrund, der sich ja immer in der oder sehr oft in der Sprache äußert. Insofern ist, ich meine, wir unterscheiden zwischen Zivilisation und Kultur, das machen die Franzosen in ihrer Sprache schon mal nicht. Und Bildung können sie erstmal ins Englische überhaupt nicht übersetzen. Nicht, weil dahinter sozusagen auch ein Programm steht. Das ist unsere ganze Philosophiegeschichte, die eingeschmolzen wird in Wörtern und sich da ablagert. Würden Sie sich dann als Aristoteliker begreifen, Matthias Politiki, oder ist Ihnen diese Zuschreibung neu? Die ist mir in der Tat neu, aber ich werde dem gerne nachgehen. Möglicherweise über den Umweg anderer Philosophen kommen ja aristotelische Grundzüge auf mich zu. Ich habe Platon eine Menge gelesen. Insofern, aber ich bin eigentlich Nietzscheaner und trotzdem sehe ich trotzdem die Schnittmenge, denn auch Nietzsche hat sich natürlich an unserer philosophischen Tradition auf und abgearbeitet und vieles vermittelt, einfach auf seiner manchmal etwas überzogenen, aber meist auch sehr scharfsinnige Weise noch einen Dreh weiter reinzubringen in die Gedanken. Maß und Mitte ist jetzt wirklich nicht Nietzsche. Darüber Maß und Mitte nicht, aber es ist zum Beispiel Perspektivismus, ein ganz wichtiger Wert für mich
eben gerade was Haltung angeht, nicht immer starr, sagt Nietzsche, aus einem Fenster schauen, sondern in einem Gebäude an die verschiedenen Fenster gehen und auf die Welt schauen, gewinnt man andere Ansichten. Und ja, das finde ich ein gutes Bild. Wenn man sich das zu eigen macht, ist es sehr viel flexibler, als Sie jetzt vermuten würden, gerade bei Nietzsche auch. Der ist nämlich sehr schwierig, dann auf den Begriff zu bringen, weil er scheinbar widersprüchlich ist. So widersprüchlich ist er auch nicht, aber er entwickelt eben auch seine Meinungen in seinem Leben, sodass er am Anfang irgendwie Wagner vergöttert und am Schluss verdammt. Und das macht er mit fast allen seinen Referenzleuten. Warum? Nicht aus Willkür. Nein, seine Haltung hat sich entwickelt. Und anhand von Nietzsches Gesamtwerk kann man sehr gut studieren, was Haltung finden eigentlich heißt, im Unterschied zu ständig Haltung zeigen. Klar, das macht er auch. Aber das Wesentliche für mich ist zum Beispiel, also Nietzsche aus einer linksliberalen Ecke lesen, heißt eben Haltungen im Fluss behalten und nicht ein für alle Mal in Stein meißeln. Da ist er wirklich ein Vorbild. Mir ist vorhin noch eingefallen, Deutsch sein heißt eine Sache um seiner selbst willen betreiben. Wer hat das nochmal gesagt? Das hängt, glaube ich, ganz viel mit Haltung auch zusammen. Ja, dass wir auch um unserer selbst willen manchmal Haltungen verkörpern, während Engländer für meine Begriffe manchmal schon überraschend pragmatisch sind, wenn die Sachverhalte verhandeln. Da ist ein großer Unterschied und da stimme ich Ihnen völlig zu. Das sieht man auch am Sprachgebrauch und die deutsche Sprache hat nun mal andere Schattierungen. Gleichzeitig sind wir zwar so Haltungsfanatiker, aber auch viel verträumter wiederum als Engler. Und das spiegelt unsere Sprache, diese beiden Extreme, sehr gut wider. Deswegen könnten wir, glaube ich, jetzt einen langen Block auch noch fahren, dass wir diese deutsche Sprache nicht um ihrer selbst willen verteidigen müssen, sondern um eine Denkweise zu verteidigen, die es wert ist, im Konzert anderer Denkweisen aufrechterhalten zu werden. Allein nur mein Standardbeispiel, dieses inzwischen schon ubiquitäre, es macht keinen Sinn, ist natürlich Englisch. Der Pragmatismus, da wird Sinn gemacht. Das ist falsch. Im Deutschen heißt es hat Sinn. Der ist einfach so da. Wie wunderbar ist das denn? Da muss keiner mehr was machen. Da ist doch eine ganz sympathische Weise des Deutschen und des deutschen Denkens in so einem kleinen Beispiel auf den Punkt zu bringen. Und dafür lohnt es sich schon, zu sagen, Leute, redet mal bitte richtig und nicht immer nur eins und andere mal Neudeutsch, manches ist natürlich ganz witzig und bereichert die Sprache, das will ich überhaupt nicht leugnen, ich bin kein Purist. Viele englische Vokabeln haben Pep und bringen die Sache wirklich gut auf den Punkt, aber sobald es in Denkstrukturen absickert, da finde ich, muss man vorsichtig sein. Naja, es ist eine ungeheure Verarmung. Also das ist ja das, was Europa ausmacht, dass wir so viele verschiedene Sprachen haben. Und das, was jetzt so bei Ihnen beiden anklang, ist, glaube ich, auch etwas, was in vielen Beobachtungen der Gegenwart eine Rolle spielt, auch aus philosophischer Perspektive. Mir fällt immer sehr rasch Umberto Eco ein, vor ein paar Jahren verstorben, der sowohl in der amerikanischen Philosophie verankert war, als auch eben bei Augustinus und in der ganzen abendländischen Tradition stand. Und er sprach immer davon, dass es eben auch darum geht, diese Differenzen auszuhalten, also den anderen als anderen zu sehen und damit umzugehen und nicht seine eigene Haltung zu verlieren, aber das eben auch so zu akzeptieren. Also das ist vielleicht auch etwas, was wir in Deutschland uns stärker bewusst machen müssen, Herr Kretschmann. Oder braucht es so einen neuen Universalismus, weil Sie ja auch mit Kant kamen. Unbedingt, um mit Kant zu reden. Wer hat denn eine gute Haltung? Ich sage es mal ganz platt. Wer eine Haltung hat auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung, der hat die richtige Haltung. Nicht, weil diese verfassungsmäßige Ordnung, die setzt sozusagen Grenzen, die schlägt Pflöcke ein und die ist auch teilweise sowas wie eine Minima Moralia. Nicht, sie schlägt Pflöcke ein, zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist der Artikel 1 und wie auf einer umgedrehten Pyramide ist der ganze Verfassungsrahmen auf diesen Punkt aufgebaut. Alles leitet sich daraus ab und das ist ein Ewigkeitsartikel. Es ist eine
Verbindung mit Artikel 79 der Verfassung, nicht änderbar von keiner Mehrheit. Also sozusagen nur eine Revolution, die uns eine völlig neue Verfassung gäbe, könnte das ändern. Demokratisch ist das nicht änderbar. Dann gibt es natürlich Grenzen, die werden jetzt Katalog der Freiheits- und Rechte definiert. Und da sind zugleich auch sozusagen die minimalen Regeln festgelegt, an die wir uns zu halten haben. Natürlich im Denken nicht, im Denken gibt es keine Grenzen, ja, aber in unserem tätigen Handeln haben wir nur eine Haltung, eine achtenswerte, wenn sie darauf beruht. Nicht? Und alle anderen Haltungen, also man kann natürlich auch sozusagen nicht sagen, ich bin nun mal ein Rassist, das ist meine tiefste Überzeugung und die werde ich nicht verlassen. Aber das ist keine anerkennenswürdige Haltung im Rahmen unserer verfassungsmäßigen Ordnung, die sich ja aus vielen Quellen speist. Deswegen muss man immer sehen, Haltung geht nicht ohne eine moralische Grundierung. Ja. Darauf würde ich schon bestehen. Nicht andererseits natürlich klar, eine moderne Gesellschaft, die zerfällt in viele Subkulturen. Das ist ganz normal. Sie wird nicht, der Subjektivismus feiert immer größere Urstände. Nicht, und man muss nur aufpassen, dass daraus keine Parallelgesellschaften entstehen. Dass sie immer was verflüssigt, sodass wir immer noch gesprächsfähig bleiben, aber auch auf dem Fundament bleiben, dass das friedliche Zusammenleben einfach ermöglicht, damit wir uns nicht mit unseren Überzeugungen den Kopf einschlagen oder, wie Kant gesagt hat, einander keine Verfassung aufzwingen. Das heißt, die Verfassung oder dieser Universalismus, diese Überzeugung, die wir alle teilen, auf deren Grundlage unser Zusammenleben organisiert sind, ist auch etwas Sinnvolleres als dieser Begriff der Leitkultur, der ja eine etwas, wie ich finde, unglückliche Karriere gemacht hat und mit dem ich persönlich auch große Schwierigkeiten habe. Wie sehen Sie das? Ich habe damit keine Schwierigkeiten. Es gibt nur keine deutsche Leitkultur. Ja, immer wenn man das sucht, findet man nichts. Ja, das ist wirklich, hey. Aber eine europäische Leitkultur ist gerade das, was ich angesprochen habe. Das meint das nicht. Sozusagen unsere ganzen heute verfassungsmäßig normierten Traditionen, die aus der europäischen Geschichte stammen, nicht unser verehrter Altbundespräsident Heuss hat es mal schön gesagt, Europa wird durch drei Hügel repräsentiert, nicht? Die Akropolis, das Kapitol und Golgotha. Nicht? Also sozusagen diese jüdisch-christliche Wurzel, die griechische und die römische. Nicht? Das sind sozusagen die Quellen, aus denen sich das speist mit großen, ja, wie soll ich sagen, fast epischen Interventionen großer Geister oder Revolutionen, wie jetzt Reformation oder Aufklärung. Aber Herr Kretschmann, Sie gehen zu Recht, finde ich, auf Verfassung oder Grundgesetz oder Verfassung ein als die Basis unseres Zusammenlebens. Aber wie gehen Sie denn dann mit dem in Mode gekommenen sozialen Ungehorsam um? Also gerade auch bis hin zum Verfassungsbruch, aber unter großem Applaus, gerade aus der Linken, aus meiner Blase, eigentlich ja doch etwas, was Sie dann ablehnen müssen. Was meinen Sie jetzt genau? Naja, wenn, sagen wir mal, Extinction Rebellion irgendwelche Aktionen macht, obwohl durch alle Instanzen der Gemeinderäte und oder Landesregierungen vielleicht ein Waldrodungsprojekt in Angriff genommen wurde und dass man sich dann eben oben in den Bäumen ankettet oder sonst, also es sind jetzt nur an den Haaren herbeigezogene Beispiele, die gibt es ja viele, der Grenzüberschreitung, wo unsere Verfassung auf eine Belastungsprobe immer gestellt wird. Also ist der demokratisch gewählte, das Abbild einer demokratischen wählenden Gesellschaft, nämlich in ihren Instanzen nach wie vor,
das, was Ausschlag gibt, oder ist es das, was die richtige Gesinnung auf seiner Seite weiß und eben diese Hierarchien unterschwellig oder sonst wie umgeht und eigentlich eigene Agenda verfolgt? Das finde ich ist heutzutage ein Riesenproblem. Ich bin ein Befürworter des zivilen Ungehorsams. Allerdings nur, wenn man weiß, was das ist. Also ziviler Ungehorsam kann sich niemals gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten, dann ist er keines mehr. Das Konzept des zivilen Ungehorsams geht ja auf John Rawls zurück und er hat das sehr, sehr klar beschrieben, was das ist. Nicht, es ist eine bewusste Gesetzesübertretung. Und dann legt er daran Kritik, es muss sich um ein schwerwiegendes moralisches Unrecht handeln. Und dann nennt er Kriterien, natürlich muss er gewaltfrei sein und er darf, das steht ausdrücklich da drin, die Rechtsordnung nicht in Frage stellen. Es ist eine symbolische Handlung, die nur darauf zielt, nicht sozusagen sich eigenes Recht zu schaffen, sondern es hat was Appellatives. Das heißt, es wendet sich letztlich an den Gesetz, Verordnungsgeber oder was auch immer, mit einem Appell, das zu überdenken, ob das stimmt. Das ist das in der zivilen Ungehorsam. Alles andere wäre ein großes Missverständnis. Aber ich fürchte, da sind Sie in der Minderheit. Die meisten haben den Text nicht gelesen, sondern üben zivilen Ungehorsam auf ihre Weise aus, ob es in der Schanze ist, in Hamburg bei G20 oder auch wenn gewisse radikale Klimaschützer jetzt sagen, durchaus auch auf Kosten der Demokratie, also Klima ist das der höhere Wert und selbst wenn es undemokratisch durchgesetzt werden muss, das ist ja alles nach, das habe ich ja nicht erfunden, damit müssen wir uns doch auseinandersetzen. Das würden Sie doch wahrscheinlich jetzt dann, so weit gehen Sie nicht. Das finden Sie nicht. So was hat mit zivilem Ungehorsam und seiner Konzeption mal gar nichts zu tun. Es sind symbolische Handlungen. Also die Fridays for Future, die jetzt den Unterricht schwänzen und dort protestieren, das ist die klassische Form des zivilen Ungehorsams. Ich wurde natürlich gefragt, was ich dazu sage. Ist jetzt klar, ich bin Chef einer Regierung und habe gesagt, das geht nicht. Man kann nicht dauernd einen Unterricht schwänzen. Und wer es aber tut, der muss die Strafe, die er dann bekommt, auch in Kauf nehmen. Das gehört nämlich zu dem Konzept auch dazu. Darum werden solche Regelverletzungen öffentlich gemacht. Und dass man die Strafen, die es natürlich dabei gibt, wenn man jetzt gewichtige Regeln übertritt, in Kauf nehmen muss. Es gehört zum Konzept dazu. Und natürlich, wenn man allerdings sagt, es ist ein Schülerstreik, ist es schon mal was ganz anderes. Ja, weil Schülerstreiks gibt es natürlich nicht und kann es auch nicht geben. Ja, also das. Nur wenn man damit sehr sensibel umgeht, das betont John Rawls, dass es eben nicht die Rechtsordnung in Frage stellen darf. Also schon wenn die Gefahr besteht, muss man es eigentlich lassen. Also insofern sind die Kriterien sehr, sehr eng und jedenfalls kann es sich nur in der Demokratie geben. Logischerweise darf es niemals ein Konzept sein, das die Demokratie gefährdet. Dann hat es mit zivilem Ungehorsam nichts zu tun. Es ist ganz normaler Rechtsbruch oder Schlimmeres. Und diese Extinction Rebellion, das ist nun alles andere als irgendwie in der Nähe vom zivilen Ungehorsam, soweit ich das beobachte, halte ich das für eine höchst problematische Bewegung. Es gibt ein berühmtes Beispiel des zivilen Ungehorsams, das mir jetzt einfiel, Rosa Parks, die im Bus sitzen geblieben ist, womit ja auch die Bürgerrechtsbewegung in den USA begann. Das war ja so ein klassisches Beispiel, die sich nicht an die Regeln dann gehalten hat, sondern dort sitzen blieb, wo sie eigentlich nicht hätte sitzen dürfen als Schwarze. Also es gibt, glaube ich, schon immer wieder Momente, die dann auch so Umschlagpunkte werden, in denen eine bestimmte Haltung plötzlich auch einen Prozess auslösen kann und sehr, sehr entscheidend wird und richtig markant ist dann in dem Moment.
Oder zum Beispiel die erste weibliche Marathonläuferin, die als Mann verkleidet antrat, dann während der Strecke enttarnt wurde, von der Strecke gezerrt werden sollte, und aber ihre Mitläufer, ihre männlichen, haben sie verteidigt und sie hat damit Geschichte geschrieben unter dem Jubel eben aller anderen Läufer. Klar, da sind wir uns einig. Ich habe nur mit den Klimaschützern, weil wir ja aus der grünen Ecke mit sowas erst recht umgehen müssen, auch Sie und erst recht und ich aber auch als alter Grüner, wo hört's auf sozusagen? Also wenn jemand aus der Jugendlichen, weiß ich gar nicht, was jetzt Fridays for Future, Anführerschaft oder sonst woher, einfach sagt, auch die Demokratie ist nicht der letzte Wert, da hört sich doch der Klimaschutz auf. Also die Demokratie ist doch wohl für uns, oder? Ist doch unstrittig der höchste Wert des Zusammenlebens unserer Gesellschaft, nicht? Klar, und in ihr gilt the rule of law. Das wissen wir seit Sokrates. Das ist jetzt keine Erfindung der Neuzeit. In der Demokratie gilt Gesetzesgehorsam. Und der Sokrates hat uns gezeigt, unbedingt. Und er hat den Giftbecher getrunken, obwohl schon ganz Athen wusste, dass sie ein Fehlurteil gefällt haben gegen ihn. Und er sagt dann, die Polis ist meine Mutter und gegen die kann ich das Gesetz nicht brechen. Das muss man einfach sehen. Das begründet wirklich Demokratie und Zivilisation zugleich. Und das ist der Maßstab, nicht? Das Gesetzesgehorsam ist in der Demokratie eigentlich was Unbedingtes. Und vor allem muss man sich an die Gesetze halten, die einem nicht passen. Dass man sich an die Gesetze hält, die einem gefallen, das kann ja nun niemand erstaunen, da bräuchte man nämlich keine. Ja, also Gesetzesgehorsam ist erstmal sozusagen die große Überschrift und ziviler Ungehorsam, Rawls sagt nun mal, das ist sozusagen das Ergebnis einer reifen Demokratie, bei der im Einzelfall gemacht die Demokratie überhaupt nicht gefährdet. Nicht? Das ist das sozusagen seine Begründung. Aber ich meine, die steht jetzt nicht auf festen Füßen, sondern der zivile Ungehorsam, der besteht auf tönernen Füßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht? Denn eigentlich gilt Gesetzesgehorsam und nicht Gesetzesübertretung in der Demokratie. Aber im Wissen, dass auch Demokraten sich einigen können, dass es auch in der Demokratie schweres Unrecht geben kann, hatte dieses Konzept entwickelt, jetzt sozusagen als ein Ausdruck der reifen Demokratie, dass durch solchen zivilen Ungehorsam gesehen wird, dass da was falsch gemacht wird, dass die Regeln nicht stimmen, dass sie geändert werden sollen oder was auch immer. Und das ist genau der Appell dieser jungen Leute. Wir haben kein Recht, jetzt die Erde in einem so schlechten Zustand zu hinterlassen, wie er eintritt, wenn die Erderwärmung 3, 4 oder noch mehr Grad ist. Ich fand es nur wichtig, dass wir aus der grünen Ecke auch mal sagen, auch selbst solche unsere Überzeugungen, also die Werte, die wir ja auch verkörpern, dass wir selbstverständlich gegen den Klimawandel was tun müssen und so weiter, dass wir die nicht eben so absolut stellen dürfen, dass sie dann letztlich demokratischen Grundkonsens und das Zusammenleben unserer Gesellschaft gefährden. Da sind wir ja genau bei zu viel Haltung zeigen. Selbst die gute Haltung ist manchmal auch, kann man zu viel davon zeigen, weil sie auf Kosten anderer Werte geht, die dann letztlich in unserem Fall nur noch mehr Spaltung erzeugen. Deswegen war mir das so wichtig, dass wir jetzt auch mal als Grüne sogar sagen, lasst mal die Kirche im Dorf, wir tun ja alles, aber wir können ja schließlich nicht alles andere deswegen auch gefährden, indem wir solche absurden, absolutistischen Forderungen stellen. Der Klimawandel und nur der Klimawandel sei nur noch zu befördern. Gut, aber ich glaube, dass die Fliehkräfte der Demokratie ganz woanders arbeiten. Also, dass es sehr wichtig ist, im Moment sich darauf zu konzentrieren, welches die wirklichen Bedrohungen sind für die Demokratie und sich jetzt nicht intern, also innerhalb dieser
grünen Position noch bis aufs Messer zu bekämpfen. Das wäre ja genau verkehrt. Und was ich noch einen zentralen Punkt finde im Zusammenhang mit der Frage, wie man zur Haltung kommt, ist das Unterscheiden zwischen Wissen und Meinung. Also heute ist ja ein Problem nach meinem Eindruck, dass so häufig die Meinung eine Rolle spielt und Fakten weniger. Also da scheint doch auch ein Defizit zu bestehen. Geht es nicht darum, dass man da auch noch ein bisschen genauer unterscheidet und auch vorsichtig ist bei dieser, was ja durch die neuen Medien sehr betrieben wird, Neigung, sich sehr schnell zu empören und eben auch auf der Meinung zu insistieren und sich nicht einigen zu können auf das, was eigentlich die Fakten sind? Sehr wichtig. Ich muss einfach unterscheiden zwischen Meinung und Fakten. Das ist ein fundamentaler Unterschied, aber der hat jetzt nicht einfach nur was mit Demokratie zu tun, das geht ja viel weiter. Nicht ohne, dass wir Tatsachen, Wahrheiten anerkennen, können wir eigentlich nicht friedlich miteinander leben. Das ist einfach ausgeschlossen. Nicht? Das, insofern ist das ein Fundament, wenn das wegrutscht, richtig, dann sind wir wirklich in präfaschistischen Zeiten und irgendwann sind wir dann in einem totalitären Gemeinwesen. Nicht? Also insofern ist es was ganz Fundamentales. Und dass das derzeit rutscht, ist ein ganz großes Problem. Die Frage ist natürlich auch immer, was sind Tatsachen, Wahrheiten und wer stellt sie fest? Natürlich letztlich die Wissenschaft. Nicht? Und wir können eigentlich in der Politik, ist das auch sozusagen jetzt immer, wenn es um die Sache geht, um ein Sachurteil, ist das natürlich immer der Resonanzboden. Das kann aber auch schwierig werden. Wir sehen das jetzt etwa in der Diskussion um die Homöopathie. Da merkt man, es gibt immer auch Grenzbereiche, da rutschen solche Grundsätze dann auch einem leicht weg. Aber Tatsachenwahrheiten ist was Fundamentales für eine demokratische, überhaupt für eine friedliche Gesellschaft, in der nicht offene Unterdrückung herrscht. Der Siegeszug der Meinung, sehen Sie das als ein Problem, Matthias Politiki? Also gerade Tatsachen wäre ja jetzt zum Beispiel den Klimawandel zu akzeptieren und zu sehen, dass die Wissenschaft da recht hat. Das, was in den USA dann oft wieder bestritten wird, dass es überhaupt den Klimawandel gibt oder auch anders in anderen Kreisen. Wie ist es mit den Meinungen, in der Tat, die so unglaubliche Popularität haben? Hat sich alles verkompliziert. Die Nachrichtenlage ist nicht mehr so, wie sie mal war. Ich habe früher einfach die Tagesschau angeschaltet oder meine Tageszeitung gelesen und dann dachte ich, das ist es. Das ist eben jetzt passiert und damit bin ich gut informiert. Heutzutage ist es nicht mehr so einfach. Also die Unis und die Wissenschaft ist das eine, aber die Medien sind sicherlich das andere. Und es ist sehr viel aufwendiger geworden, sich tatsächlich noch von einem Nachbeter von Meinungen zu einem Selberdenker immer wieder zu entwickeln, indem man sich kundig macht. So viel Zeit haben wir kaum. Wir müssen ja auch mal realistisch bleiben. Es fehlen irgendwie verlässliche Portale, weil... Das stimmt nicht. Also wenn Sie an, wir haben immerhin den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gibt Tageszeitungen, wir können die Zeitung der anderen Länder wahrnehmen, es gibt doch sehr viele verlässliche Portale. Ja, aber es gibt vielleicht zu viele mit zu vielen Fakten, die sich manchmal auch widersprechen und vor allen Dingen durch die Mode des Meinungs- und Kampagnenjournalismus oft auch schon eingefärbt sind. Und das macht mir die Sache schwieriger, mein unabhängiges Urteil zu bilden. Ich kann es ja noch, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die nicht so literatur- und überhaupt textaffin sind, einfach nicht bereit sind. Also ich kenne leider auch schon viele in meinem äußeren Bekanntenkreis, die diesen Aufwand nicht mehr betreiben wollen. Und ich neige zu einer entgegengesetzten Vorschlag. Ich wünschte mir sogar die
die Öffentlich-Rechtlichen in einer noch einer viel stärkeren Position, als sie jetzt im Moment sind. Ich bedauere, dass wir so viel, ich weiß nicht, Eurovision Song Contest oder Fußball und was auch immer, so schön das alles ist, auch noch da haben müssen. Warum kann nicht mal das ganze Geld in der Situation, in der wir uns befinden in unserer Gesellschaft, in Informationen gehen, in gut aufbereitete, viel längere, 10-mal so viele Auslandskorrespondenten, Inlandskorrespondenten. Ich möchte den ganzen Tag einen verlässlichen Nachrichtenteppich eigentlich um mich. Das würde mir helfen. Da hören könnte Sie den Deutschlandfunk, kann ich Ihnen da nur empfehlen. Es ist nicht so einfach wegzutun. Wir leiden ein bisschen unter der momentanen Situation. Ich bin auch mit vielen Journalisten befreundet, die leiden selber. Die sind selber schockiert, wenn wieder dieser oder jener in honorigen Medien etwas erfunden hat über Jahre hinweg. Das quält ja jeden Einzelnen von uns. Und hier sichtbar gegenzusteuern und noch mehr an verlässlicher Information, wo wir uns einigen, alle Parteien, alle extremen Vertreter unserer Gesellschaft, das ist unser Nachrichtenkanal. Das wäre doch mal eine Sache, dass wir von ein und derselben Basis ausreden. Heutzutage, die Hälfte aller meiner Debatten, die ich führen muss, geht schon immer um die Abklärung, ja, auf welche Quellen beziehen Sie sich denn? Und das haben wir aber anders gelesen und so. Das ist sehr mühsam geworden, finde ich. Also da wünschte ich mir eigentlich wieder noch stärker den Öffentlich-Rechtlichen nach vorne. Herr Kretschmann, teilen Sie diesen Eindruck? Wir zahlen ihn doch alle. Das ist völlig richtig, ja. Und es nimmt ja stark ab, sowohl die Zuhörer und Zuschauer wie auch die Zeitungsleser. Und eine Gesellschaft, die sich jetzt, wo die Menschen sich die Information nur holen, da ist natürlich die Verführung, du holst dir doch lieber das, was auf deiner Linie liegt, als das gegen deine Linie, sie ist doch sehr, sehr groß. Wie jetzt, wenn du eine Zeitung kaufst, dann liest du wenigstens mal Überschriften, die dir nicht gefallen. Das ist einfach unvermeidbar, nicht? Also das ist sicher eine sehr, sehr große Herausforderung. Letztlich geht es aber im Kern, muss man jetzt daran nicht gleich verzweifeln. Im Kern geht es immer darum, das, was die Griechen Dialegistei genannt haben, eine Sache gemeinsam erörtern. Ja, dazu muss man einfach bereit sein und sehen, dass das Fundament sowohl einer friedlichen als auch einer guten Ordnung der Dinge ist, wo man die Dinge frei gemeinsam erörtern kann. Jetzt wechseln die Formen, aber wenn das gewährleistet ist, muss man sich jetzt nicht so große Sorgen um die Zukunft machen. Nicht? Also jetzt nehmen wir ein Beispiel, nicht? Die Rechtspopulisten, die meisten, fast alle leugnen ja, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Ich meine, das darf man ja erstmal. Ja, aber man muss natürlich einfach in der Gesellschaft das begründen. Nicht? Es ist so, über 99% aller, Wissenschaftler, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, halten den für menschengemacht. Aber trotzdem könnte das 0,1% Recht haben, das kann man ja nicht ausschließen, wenn es auch unwahrscheinlich ist. Aber der das vertritt, muss bereit sein, das zu erörtern. Ich hatte letztens im Parlament einen Disput mit der AfD und habe sie eigentlich dazu aufgefordert, ihre Quellen offenzulegen und das zu erörtern in der Wissenschaft. Wir übernehmen da ja etwas, was die Wissenschaft sind. Außer Polemik kam da nichts. Und wenn eine Gruppe verweigert, vor allem Tatsachenwahrheiten, was das ja ist, geht es ja um Physik und nicht um Meinung, sich der Erörterung solcher Tatsachenwahrheiten zu entziehen, das ist wirklich eine Katastrophe und solche Leute sind richtige Feinde der offenen Gesellschaft und der Demokratie. Popper hat sie so genannt, Feinde der offenen Gesellschaft. Und da muss eine Demokratie auch wehrhaft sein. Ja? Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema heute.
Und vielleicht auch das, was Sie schon so ein bisschen angedeutet haben oder was in Ihrem Buch auch als Politik des Gehörtwerdens ja apostrophiert wird, es muss Räume geben in einer modernen Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft, in der diese Dinge verhandelt werden. Also es muss integrative Momente geben, es kann auch so ein Moment sein wie am Kneipentresen, die Möglichkeit geben, überhaupt miteinander zu sprechen. Ich glaube, die Extreme unserer Gesellschaft haben kein Problem darüber, egal was sie umtreibt, zu reden. Was mir eher Sorge macht, ist, dass sehr viele Leute in die innere Emigration gegangen sind und nicht mehr mitreden in unserer Gesellschaft. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, auch in Zeitungen zu schreiben, was war das für ein wildes, kunterbuntes Durcheinander an Artikeln und Meinungen. Und die meisten, die ich damals gelesen habe, haben sich zurückgezogen. Und ich habe auch manche gefragt, Schriftsteller, warum liest man denn von dir nichts mehr? Ja, aus den bekannten Gründen, weil man eben mit einem Halbsatz heutzutage schon hingerichtet werden kann. Und das ist eine Entwicklung, die mir Sorge macht. Denn das betrifft ja unser persönliches Gespräch schon zum Teil im Bekannten- und Freundeskreis. Wie schnell sagt da einer plötzlich, ho, 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 was habe ich denn da gerade gehört? Das klingt ja so, egal wie rum oder wer was gesagt hat, das geht fast mit jeder Äußerung, dass man sich so eine, auf Partys gibt es immer irgendeinen, der diese Rolle einnimmt. Und die meisten schweigen dazu. Und das finde ich, das ist eine große Gefahr für unsere Gesellschaft und unser demokratisches Miteinander. Wenn man nicht mehr das offene Wort wagen kann, weil man glaubt, man würde dann über Jahre hinweg erst mit Shitstorm und dann mit übler Nachrede und einfach, ach, das war doch der und der, der vor Jahren mal gesagt hat, ohne dass jemand das je überprüft hätte, darunter zu leiden hat. Ich kann das gut verstehen, ja. Ich habe mich auch jahrelang zurückgezogen, aber ich habe es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten. Einfach immer nur zu schweigen ist keine Lösung. Ich bin abgehauen. In der Fremde habe ich wieder reden können. Aber nein, wir müssen doch in Deutschland für dieses offene Wort wieder kämpfen und auch auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden. Das darf jeder mal auch mal übers Ziel hinausschießen in der Formulierung. Dann müssen wir auch die Toleranz wieder lernen zu sagen, das hat er nicht so gemeint. Der meint in Wirklichkeit hier und hier sind wir immer noch dagegen, aber auf der Ebene können wir weiterreden. Und da sind wir inzwischen als Gesellschaft doch ein Stück weit davon weg. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer freieren Diskussionskultur groß geworden, die auch noch in den 90ern sich sehr frei entfalten konnte und jetzt schrittweise sich verengt hat. Wir haben sie immer noch und heute Abend zum Beispiel fühle ich mich wohl, wir reden offen. Das ist auch Ihr Verdienst, da fühlt man sich wohl und kann von Herzen auch mal was sagen, was vielleicht jetzt nicht ganz politisch korrekt ist. Aber gerade wir von der Linken müssen auch lernen, hier nicht anhand irgendeiner Terminologie zu urteilen, war das jetzt politisch korrekt oder nicht. Und das hat Frau Grütters auch gerade in der Rede in Weimar sehr überzeugend dargelegt. Wenn wir so weitermachen, also wir nämlich, durchaus ich bin mitverantwortlich, diesen Furor der Sprachreiniger zu betreiben und immer nur alles gelten zu lassen, was in den adäquaten Vokabeln verhandelt wird, dann ist uns, glaube ich, irgendwann nicht mehr zu helfen. Dann können wir diesen eine Debatte, die über die gesellschaftlichen Gruppen hinaus nämlich sich entwickelt, gar nicht mehr führen, weil wir keine Sprache mehr miteinander haben. Also da bin ich jetzt so ein bisschen anderer Meinung, weil ich denke, dass man diese Freiräume eigentlich noch hat. Man muss sie nur nutzen. Es gibt sie. Sie meinen jetzt so eine überzogene politische Korrektheit. Und auch bei der Rede von Frau Grütters ist, glaube ich, das Problem, dass gerade diese Fliehkräfte, die ich schon ansprach, aus dieser vermeintlichen Mitte kommen. Das nämlich ist etwas, was gerade an dieser Rede und auch in dem Kontext, aber das ist jetzt ein eigenes Thema, doch deutlich wurde, dass es eigentlich darum geht, eben diese Mitte zu besetzen. Und dafür sind wir ja da, also um sich da auch auszutauschen und nicht in die Extreme zu gehen und eben nicht mit den Vokabeln zu operieren. Sehen Sie das so? Es gibt ja David van Reybrouck viel mehr ein, als Sie jetzt sprachen, also jemanden, der gerade diese Prozesse des Miteinander auch Entscheidens und was zu Ihrer Politik des Gehörtwerdens passt, so etwas, was auch gewachsen ist vielleicht. Versuchen Sie das hier auch in Baden-Württemberg anders zu machen, dass es Momente gibt, in denen gesellschaftliche Prozesse anders ablaufen und man sich eben nicht zurückzieht in so Grabenkämpfe? Das war ja eine Ansage vor meiner Amtszeit.
ich weiß nicht wann, das war 14 Tage vor deinem Haus der Architekten, habe ich das nochmal begründet mit der Politik des Gehörtwerdens. Ja, als ein Ergebnis des Konflikts von Stuttgart 21. Gott sei Dank habe ich noch was dazu gesagt. Nämlich, ich habe gesagt, es heißt aber nicht, dass ich aus Baden-Württemberg den größten Debattierclub aller Zeiten mache, in dem nichts mehr entschieden wird. Und dann habe ich später natürlich mal gesagt, die Politik des Gehörtwerdens heißt nicht, dass man immer erhört wird. Ja, das benutzt heute die Opposition, um sozusagen diesen Politik des Gehörtwerdens immer zu persiflieren. Nicht, daran merkt man auch, so einen Begriff, den können sie auch zertrümmern, obwohl natürlich schon die Logik einem sagt, dass man nicht immer erhört werden kann. Weil ich meine, wir sagen ja innerhalb 5 Minuten 2 Leute das Gegenteil. Ja, da kann ich nicht beide erhören. Nicht, also das ist, haben wir dann gemerkt in den Jahren, das ist mal nicht so einfach. Weil Bürgerbeteiligung kann auch dazu führen, dass die Bürger beleidigt sind, wenn sie dann nicht erhört werden, sondern nur gehört wurden und man dann ihre Argumente nicht so gewichtet, dass man ihnen folgt, sondern anderen. Ja, das ist so eine, das erzeugt auch eine Dialektik. Ja, ist auch nicht immer ganz einfach, nicht? Ich sage zum Beispiel, ich verfolge mich jetzt immer Windkraftgegner und das zu ertragen ist nicht so einfach, weil die kommen daher und mit einer Ansage, als hätte ich mich selber noch nie mit Windkraft beschäftigt. Ja, erklären mir also sozusagen jedes Mal die Welt und das geht einem auch auf den Zeiger. Ja. Nicht, wenn du jetzt den 17. Besserwisser da hörst nicht, und der so tut, als hättest du noch nie mit dem Thema beschäftigt. Also ja, das ist, war richtig, ja, und es gehört sicher zu den erfolgreichen Überschriften meiner Regierungszeit, aber nichts geht Gott sei Dank so glatt. Alles hat immer auch irgendwelche Kollateralschäden oder Kollateralnutzen, die man nicht vorhergesehen hat, nicht und wieder in den Prozess kommen, dass man aber entscheidet und dass man klar ist. Sehr wichtig. Beispiel bei der, wir haben ja den ersten Nationalpark eingerichtet in Baden-Württemberg, dann gab es lokale Bürgerbefragungen durch die Bürgermeister, die waren fast alle dagegen und zwar mit überwältigender Mehrheit. Und damit zum einen den Fehler gemacht, nicht deutlich genug zu sagen, das könnt ihr machen, aber es nützt nichts, weil wir werden euch nicht folgen. Denn ein Nationalpark ist kein lokales Projekt, sondern wie der Name schon sagt, ein nationales. Es wird entschieden nach unserer Verfassungsordnung durch den Landtag und nicht durch einen Gemeinderat. Nee, das hat dann zu riesigen Enttäuschungen geführt und die Leute haben sich betrogen gefühlt. Die haben gesagt, kommt da mit der Politik des Gehörtwerdens, wir machen eine Umfrage und da wird es trotzdem gemacht. Nicht? Also daran sieht man, dass die Klarheit immer zu haben, also Haltung zu bewahren. Und obwohl man die Politik des Gehörtwerdens begründet hat, zu sagen, ihr könnt hier mal erzählen, was ihr wollt. Das trägt, wie ihr abstimmt, ist irrelevant. Eure Argumente sind wichtig. Aber abstimmen, das könnt ihr gleich mal bleiben lassen, weil ihr entscheidet es nicht. Diese Klarheit zu haben, diese Haltung zu haben, wenn Sie da mal in einem Saal sind mit 1500 Leuten und das ist ein Hexenkessel, das ist, da Haltung zu bewahren, ist nicht so einfach und muss aber auch sehen, der Politik ist es ja mit der Haltung auch so eine Sache.
seit Max Weber wissen wir nämlich, dass in der Politik der Erfolg zählt. Und Haltung zu zeigen und nachher unter die 5%-Hürde zu rutschen, das bringt mal gar nichts. Ja? Man kann natürlich als Wahrheitsapostel durch die Gegend rennen und immer Haltung zeigen, wirst halt nicht gewählt. Und dann bewirkst du nämlich nichts. Nicht? Und dieses, dass in der Politik du auch für das Gute, was du willst, erfolgreich sein musst, das geht natürlich nicht ohne Taktik, nicht ohne Strategie und so weiter, das muss man sich schon auch klar machen. Darauf beruht eine Wettbewerbsdemokratie und das merkt man. Probleme ist das, was Sie gesagt haben, wenn die Medien eben auch Politik machen wollen. Immer mehr skandalisieren, aber vor allem Politik machen wollen. Das ist dann ein Problem. Eigentlich sollte eine Zeitung dem Leser etwas aufbereiten, damit er mit seiner Urteilskraft besser urteilen kann aufgrund der Lektüre der Zeitung. Und das kann ich nur bestätigen. Das hat leider abgenommen, wenn es überhaupt schon mal da war. Ja. Man denkt nämlich immer, es war früher anders. Vielleicht war es früher auch schon so. Ich glaube, im Journalismus war es schon so, dass man sehr eindeutig trennen musste, dass das die Grundregeln waren. Das hat man im Volontariat gelernt. Nachricht ist etwas anderes als die Meinungsseite. Und es muss auch ein kühler Ton sein in der Nachricht. Jetzt sind wir wieder bei der Elastizität, die Haltung auch braucht. Es darf eben nicht nur starr sein. Abschließend vielleicht, Matthias Politicki, welche Haltung würden Sie sich denn wünschen von Ihren Lesern? Oder überhaupt in Ihrem Umfeld? Das ist was ganz anderes. Von meinen Lesern wünsche ich mir einfach nur, dass sie hoffentlich Freude auch an zukünftigen Büchern haben. Nein, aber von meinem Umfeld wünsche ich mir, also direkt von meinem Persönlichen, wünsche ich mir mehr Toleranz. Gerade da, wo wir so überzeugt sind, dass wir für die richtigen Werte eintreten. Ja, einfach trotzdem nie die Gelegenheit auslassen, selbst mit Leuten zu reden, die offensichtlich ganz anders drauf sind. Ich würde nicht ganz oben anfangen. Ich traue mir nicht zu, den Fall Thüringen jetzt zum Beispiel, falls Sie da nachfragen, exemplarisch hier zu lösen. So weit gehe ich nicht. Ich rede aber mit Menschen, mit denen ich es zumindest doch immer mal wieder zu tun habe, die aber in meiner Blase meistens auch sehr schnell ausgegrenzt werden. Und ich glaube, wir tun uns als Gesellschaft keinen Gefallen damit. Das würde ich mir wünschen. Ich bleibe selbstverständlich überzeugt von meinen Werten, von meiner altgrünen linken Verortung, die übrigens sehr hadert mit den neogrünen Kursen zum Teil. Auch das gehört, die Binnendiskussion gehört auch, finde ich, zu einer guten linken Position, dass man nicht glaubt, dass das jetzt schon irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist, sondern im Gespräch mit eigenen Blasenbewohnern bleiben, aber immer wieder vor allen Dingen, das wünsche ich mir von unserer Gesellschaft, den Mut haben, über die Blasengrenzen hinaus und zuzuhören, auch wenn jemand eine andere Sprache spricht und nicht so eloquent und zunächst mal auch andere Werte erstmal im Vordergrund stehen. Mal schauen, vielleicht kommt man trotzdem sich wieder ein bisschen näher, wenigstens ein bisschen. Herr Kretschmann, Haltung. Ja, ist ja sehr schön in dem Buchtitel gesagt, weshalb wir sie brauchen, trotzdem nie haben werden. Ja, es ist schon immer etwas, das wir auch uns darum ringen, das reflektieren müssen. Ich meine, letztlich muss man aber schon eine haben, nicht? Das, was man Kompass nennt, ja. Nicht, also das braucht man schon und man wird auch gebogen in der Politik, das ist ganz unvermeidbar. Die Frage ist, ob man verbogen wird. Nicht, also das, nicht, da darf man jetzt die Maßstäbe nicht zu streng nehmen, sondern auch da gilt die Mitte, ebenso wie bei der Sprache. Ich glaube, die Rabiatheit und die Verrohung, die jetzt um sich gegriffen hat, ist wahrscheinlich auch mit ein Reflex, dass man das immer stärker eingeengt hat durch eine übertriebene Political Correctness.
Und da gilt auch wieder Aristoteles, ist eben die richtige Mitte. Ich meine, es ist schon ein großer Fortschritt, dass wir statt Behinderten nicht mehr Krüppel sagen oder nicht mehr von Irrenanstalt reden. Wer wollte solche Wörter noch verwenden, außer vielleicht der Literatur? Aber schon wenn wir jetzt statt Behinderung, weil auch das schon diskriminierend ist, Handicap sagen, naja gut, also Handicaps habe ich auch. Ich kann schlecht Englisch, das ist ein echtes Handicap für einen Ministerpräsidenten, aber deswegen bin ich noch nicht behindert. Und man nimmt dann irgendeinen Anglizismus, weil das irgendwie niemand so richtig weiß, was der für eine Konnotation hat, und denkt, man ist dann aus dem Schneider. Also auch da einen mittleren Weg zu bringen. Sonst entsteht ein Gefühl, man darf nicht mehr alles sagen, obwohl die, die das immer sagen, gerade alles sagen. Auch das, was man besser nicht sagt. Also das ist etwas sehr Wichtiges. Das hatten wir am Anfang, wie wir mit Sprache, alle Politik fängt mit Sprache an und hört mit ihr auf. Und Sprechen gehört zum Handeln. Und auch da einen mittleren Weg zu finden, um den muss man auch immer ringen, das ist schon wichtig, aber niemand ist verpflichtet, seine Sprache zu gendern. Und da muss man sich eigentlich nicht ankoffern lassen. Ja? Weil es gibt eben Unterschied zwischen Genus und Sexus. Den Standpunkt kann man vertreten. Ja? Und wenn man dann irgendwelche Wörter mit einem Sternchen macht, was man aber gar nicht mehr sprechen kann, das ist nicht besonders sinnvoll. Also wenn ich das, was da steht, gar nicht mehr sprechen kann, dann verhunzt man mit einem schönen Anliegen die Sprache nur und das wird auch wieder verschwinden. Da bin ich mir nicht so sicher. Es gibt viele Moderatoren, die das schon sprechen. Wir sind auch dazu angehalten, damit umzugehen. Aber wir haben schon gemerkt, wie vielfältig die Richtungen sind, in die wir gehen können, ausgehend von der Frage nach der Haltung und danach, wie man sie finden kann. Es ging wie sprechen Sie denn das Sternchen? Autorinnen zum Beispiel. So etwas wird schon gesprochen und es gibt auch Kollegen im Rundfunk, die das bereits, sie sagen PolitikerInnen. Sie sprechen eine Pause. Dann kann man das ja auch schreiben. Dann kann man es ja schreiben, da muss man doch kein Sternchen hinmachen. Das habe ich ja früher gemacht mit dem großen I, aber das war dann auch irgendwie schon nicht mehr korrekt. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Und jetzt machen wir es mit dem Sternchen. Ist doch irgendwie überspannt. Also. Herr Kretschmann, mit dieser Frage entlasse ich Sie in den Abend. Ich bedanke mich sehr, dass Sie hier bei mir waren und mit uns hier im Gobelin-Saal in der Villa Reitzenstein, auch Sie, meine Damen und Herren, dieses Thema vertieft haben. Herzlichen Dank an Matthias Politiki, herzlichen Dank an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und an Sie, dass Sie da waren. Applaus